Hallo und herzlich willkommen bei SwagTap. Es läuft eigentlich immer gleich ab. Ein neues Smartphone wird vorgestellt. Einige Tage oder Wochen später kommt es dann auf den Markt und die Journalisten, die Blogger und eben auch wir YouTuber testen es dann. Nach ein paar Tagen oder auch Wochen kommt dann eben ein Review. Vielleicht sieht man ab und an noch einen kurzen oder ausführlichen Vergleich, wo man das jeweilige Smartphone eben nochmal sieht. Aber das war es dann in den meisten Fällen auch. Es ist einfach so, manche Dinge fallen einem erst auf, wenn man das Smartphone mal 2 bis 3 Monate oder eben auch länger genutzt hat. Und genau deshalb möchte ich in Zukunft bei ausgewählten Smartphones auch noch einen Langzeittest mit anbieten. Da soll es nicht um irgendwelche Specs gehen, also wie gut ist die Kamera, wie scharf ist das Display und so weiter. Dafür empfehle ich nach wie vor die Reviews, da wird das eben behandelt, sondern da geht es um Erfahrungen, die ich mit den jeweiligen Geräten in den letzten 2 bis 3 Monaten gemacht habe. Und ja, das kann ich natürlich nicht bei jedem Smartphone machen, ist ganz klar. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen habe ich nicht jedes so lange hier, zum anderen hat so ein Jahr eben nur 12 Monate. Wenn man dann überlegt, dass man das jeweilige Gerät ja 2 bis 3 Monate nutzen möchte, kann man sich abzählen, wie oft eben so ein Video kommt. Aber ja, wie gesagt, ich möchte in Zukunft solche Langzeittests machen und den Anfang macht das iPhone 6, einfach weil ich es die letzten 3 Monate, also seit Ende September, als meinen Daily Driver genutzt habe, als mein Hauptsmartphone. Und was ich oder welche Erfahrungen ich da gemacht habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß beim Zuschauen, los geht's! Das iPhone 6 ist das erste iPhone seit 4 Jahren, das ich mal wieder als meinen Daily Driver nutze. Das Ganze hat eigentlich einen ganz, ganz einfachen Grund und das ist die Displaygröße. Also vorher hatten wir ja 3,5, dann eben 4 Zoll, aber das war mir alles zu klein. Und deshalb war ich ziemlich glücklich, als Apple eben gesagt hat, wir machen die Displays größer beim iPhone 6 und eben auch beim iPhone 6 Plus. Und ich habe in meinem Review ja gesagt, das iPhone 6 hat für mich persönlich so den perfekten Formfaktor. Und der Meinung bin ich eigentlich immer noch, es ist weder zu groß noch ist es zu klein. Es liegt super in der Hand, ich kann es immer problemlos einhändig bedienen und das ist auf jeden Fall einiges wert. Gleichzeitig muss man aber eben auch sagen, das Ding ist total rutschig jetzt so vom Gehäusedesign, dieser Aluminium-Unibody. Und das ist auch schon so ein Punkt, der mich etwas stört. Mir ist es Gott sei Dank noch nicht runtergefallen, aber ich hatte eben schon einige Situationen, wo es ziemlich knapp war. Vor allem abends, wenn ich das Gerät eben immer reinige und so halte, relativ viel Druck ausübe, wenn man da eben mit einem Tuch drüber geht, hatte ich schon so einige Situationen, wo es ziemlich brenzlig war, wo es mir fast runtergefallen ist. Das ist so ein Punkt, der mich auf jeden Fall beim iPhone 6 stört. Deutlich griffiger wäre das iPhone 6 natürlich mit einer Case oder einem Case. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch kein Fan von Cases und dementsprechend habe ich auch beim iPhone 6 kein Case und auch keine Schutzfolie. Die Frage ist jetzt natürlich, habe ich das Ganze bereut in den letzten Monaten? Und ich muss ganz ehrlich sagen, nein, bisher noch nicht. Also auf der Vorderseite gibt es ein paar feine Kratzerchen. Die sieht man aber auch nur bei entsprechendem Licht. Das ist nichts, was andere Smartphones nicht auch hätten. Aber so der Rahmen und auch die Rückseite, die sehen wirklich noch top aus. Also wie neu. Mein iPhone ist auch nicht verbogen. Stichwort Bandgate, das fragen mich ja auch immer einige. Wobei ich glaube, dass da, wenn dann eher das iPhone 6 Plus betroffen sein dürfte. Also wie gesagt, da kann ich wirklich nichts sagen. Was mich aber stört beim iPhone 6 bei der Verarbeitung, das ist der Mute-Switch auf der linken Seite für Nicht-iOS- oder iPhone-Nutzer. Das ist einfach nur so ein Schalter, den kann man umlegen, dann wird das Gerät auf Vibration geschalten. Ziemlich praktisch meiner Meinung nach. Aber ich hatte jetzt schon öfter das Problem, dass ich es eben auf Vibration gestellt habe. Der Schalter hat sich dann automatisch wieder umgelegt, vermutlich in meiner Hosentasche. Das hatte ich jetzt genau 2-mal. Ist natürlich ziemlich nervig und ich habe das Gefühl, der wird auch einfach immer lockerer. Könnte man jetzt meinen, dass das irgendwie ein Einzelfall ist, aber es gibt schon ein paar Videos, die eben genau dieses Problem behandeln. Auch da gibt es im Internet einige, die sich drüber beschweren. Ich habe auch einen Kumpel, der hat das gleiche Problem. Also das scheint kein Einzelfall zu sein. Da muss ich in Zukunft oder da muss ich jetzt irgendwann mal Apple anrufen, ob die das Ganze eben reparieren. Das stört mich auf jeden Fall. Noch ein paar Worte so zur herausstehenden Kamera. Die habe ich im Review ja auch ziemlich kritisiert. Und ich bin ehrlich gesagt immer noch der Meinung, dass das unschön aussieht. Aber wirklich gestört im Alltag hat mich das eigentlich nicht. Die hat auch überhaupt keine Gebrauchsspuren irgendwie, weil einige da Angst haben, dass das Ganze dann eben verkratzt, wenn es so heraussteht. Aber auch die sieht eigentlich optisch noch ziemlich gut aus. In meinem Review habe ich außerdem kritisiert, dass sehr, sehr viele Apps einfach noch nicht für das größere Display bzw. die gestiegene Auflösung beim iPhone 6 und beim iPhone 6 Plus optimiert wurden. Mittlerweile sind 3 Monate vergangen und ich muss sagen, die wichtigsten Apps sind mittlerweile wirklich angepasst. Instagram zum Beispiel, Google Hangouts, Gmail, der Facebook Messenger,
Ja, da kann man eigentlich nichts sagen. Auch WhatsApp wurde mittlerweile endlich angepasst. Wie gesagt, hat sich einiges getan. Es gibt aber noch immer einige Apps, die sind nicht angepasst. In meinem Fall, was ich so täglich nutze, QuizDuell zum Beispiel oder auch die TV-Spielfilm-App, die sehen beide immer noch nicht so toll aus. Aber die meisten Apps, die ich so täglich nutze, wurden Gott sei Dank mittlerweile angepasst. Also das ist auf jeden Fall schon mal positiv. Auch zur Performance, da kann ich eigentlich nichts kritisieren. Die habe ich im Review gelobt. Die finde ich auch immer noch super. Es gibt kaum Ruckler, es gibt eigentlich keine Abstürze, also da kann ich gar nicht viel Negatives sagen. So eine Sache, die mich aber ziemlich gestört hat, seitdem ich das iPhone 6 nutze, es ist, ich hatte immer mal wieder WLAN-Probleme. Das hat sich dann so gestaltet, also es war eben verbunden mit meinem Router und dann irgendwann hat es einfach das Signal verloren. Es hat wieder versucht, sich zu verbinden, hat dann wieder das Signal verloren. Immer so weiter, das zerrt natürlich vor allem am Akku, also dadurch wurde die Akkulaufzeit etwas schwächer und das scheint irgendwie ein generelles Problem von iOS 8 zu sein. Das habe ich nämlich auch gegoogelt. Da gibt es im Apple Support Forum einen ellenlangen Thread. Also das liegt gar nicht nur am iPhone 6, auch mit iPads, auch mit iPhone 4S und so weiter haben manche Leute das Problem. Finde ich etwas schade. Ich hatte das, wie gesagt, auch mit meinem iPad Air 2 und mit meinem alten iPad Air, wo ich eben vor dem Update auf iOS 8 überhaupt keine WLAN-Probleme hatte mit meinem alten Router. Mittlerweile habe ich einen neuen gekauft. Die Probleme sind jetzt Gott sei Dank Vergangenheit. Aber es scheint einfach so, dass iOS 8 mit manchen Routern irgendwie Probleme hat. Ich kann sie mir auch nicht erklären. Wie gesagt, ist aber auch kein Einzelfall. Das ist aber jetzt vor allem eben ein Hinweis an euch, wenn ihr irgendwie WLAN-Probleme habt, mit dem iPhones, mit den iPhones oder mit den iPads, das haben mir nämlich auch schon einige geschrieben, dann kann es eben daran liegen. Ich verlinke euch auch diesen Thread aus dem Apple Support Forum mal unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch ja mal anschauen. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskomponente am iPhone 6 und das ist wirklich das Display. Nicht irgendwie wegen der Auflösung, die könnte tatsächlich etwas höher sein, aber so was Farbdarstellung angeht, was Blickwinkelstabilität angeht, Helligkeit und eben auch Ablesbarkeit im Freien, ist das Display des iPhone 6 und auch das des 6 Plus zusammen mit ein, zwei anderen Smartphones momentan meiner Meinung nach wirklich das Maß aller Dinge. Klar, am Ende ist es eine Geschmackssache, ob einem jetzt IPS besser gefällt oder ob einem AMOLED besser gefällt, aber ich bin wirklich ein Fan vom Display des iPhone 6 und das von Anfang an und das hat sich auch irgendwie nicht geändert. Begeistert bin ich auch immer noch von der Kamera. Es ist einfach so, ihr zückt das iPhone 6, ihr öffnet die Kamera-App, macht ein Bild und mit ziemlicher Sicherheit kann sich das Ergebnis dann echt sehen lassen. Klar, mit einem Lumia 1020 zum Beispiel, wenn man alles manuell bis zum letzten Punkt genau einstellt, kann man vermutlich wirklich noch eine bessere Bildqualität erreichen. Aber ganz ehrlich, wenn ich alles manuell einstellen will, dann kann ich auch gleich meine DSLR mitnehmen. Dann bekomme ich nämlich nochmal ein deutlich besseres Bild. Das ist zumindest meine Meinung. Mit meinem Smartphone möchte ich schnell ein Bild machen und das soll dann eben wirklich gut werden. Und da ist das iPhone 6 zusammen mit dem Galaxy Note 4 momentan meiner Meinung nach wirklich führend. Zu guter Letzt möchte ich jetzt auch noch über den Akku sprechen und das ist bei den normalen Reviews für mich so immer der schwierigste Punkt, einfach weil ich der Meinung bin, dass man die Akkulaufzeit nach ein bis zwei Wochen noch nicht wirklich 100%ig korrekt beurteilen kann. Das geht so in meinen Augen auch nach drei, vier oder fünf Wochen eben noch nicht, sondern erst nach ein paar Monaten, wenn man eben alle Szenarien mal irgendwie am besten mehrmals durchgespielt hat, dann kann man das ganz gut sagen. Ich habe in meinem Review zum iPhone 6 ja schon gesagt, dass ich eigentlich immer problemlos durch den Tag gekommen bin, dass die Akkulaufzeit besser ist als beim iPhone 5S, aber recht viel mehr war dann irgendwie auch nicht drin. Mit anderen Smartphones ist ja auch 1,5 Tage oder 2 Tage sind damit überhaupt kein Problem. Das war beim iPhone 6 nicht so und eigentlich hat sich da gar nicht mal so viel getan bei der Akkulaufzeit. Sie wurde sogar etwas besser, also ich habe jetzt abends meistens noch um die 20-30%. Es geht absolut in Ordnung. Aufpassen muss man allerdings, wenn man mal etwas länger unterwegs ist, ich sage jetzt mal zum Beispiel bis 5 Uhr morgens, da hatte ich schon einige Situationen, wo es wirklich knapp wurde. Da sollte man dann am besten ein Akku-Pack mitnehmen. Aber ansonsten bin ich mit der Akkulaufzeit zufrieden, muss aber auch ganz klar sagen, sie könnte deutlich besser sein. Ich bin immer noch der Meinung, Apple hätte das iPhone 6 einfach etwas dicker machen sollen, dafür einen größeren Akku verbauen sollen, eben wie beim iPhone 6 Plus, dann wäre die Laufzeit deutlich besser. Was ist jetzt also mein Fazit zum iPhone 6 nach 3 Monaten intensiver Nutzung? Würde ich es weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Ich bin zwar immer noch der Meinung, dass es zu teuer ist. Dinge wie das rutschige Design oder auch der wackelnde Mute-Button,
die stören einfach, aber für mich persönlich überwiegen die Vorteile, wie zum Beispiel das geniale Display, der super Formfaktor, die Performance oder eben auch die geniale Cam. Ist es jetzt, weil ich es nutze, das beste Smartphone auf dem Markt? Nein, das ist es auf keinen Fall, aber meiner Meinung nach ist es ein ordentliches Smartphone, das ich eben auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Ja Leute, das war der erste Langzeittest hier auf diesem Kanal. Hinterlasst mir bitte unbedingt Feedback zu diesem Format in den Kommentaren. Hat es euch gefallen? Hat es euch nicht gefallen? Wollt ihr sowas öfter sehen und so weiter? Das wäre wirklich ziemlich hilfreich. Vielen Dank dafür schon mal. Ja, auch für all diejenigen, die sich jetzt noch etwas genauer für das iPhone 6 interessieren. Ich verlinke euch in der Endcard nochmal mein iPhone 6 Review vom September. Da wird eben deutlich ausführlicher auf Specs eingegangen, auf das Display, auf die Kamera und so weiter. Ihr kennt das ganze Spiel ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe nochmal, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video.